Guten Morgen und willkommen zum zweiten Tag der Longmatur. Wir sind mal wieder in der Zeitung, Lübecker Nachrichten. Haben uns recht gegönnt, damit wir es mitnehmen können. Man hat sein Video schon geschnitten. Ich hatte wieder Probleme mit meinem Notebook. Irgendwas mit den Treibern oder irgendwas mit dem Codec, ich weiß es nicht. Das Internet war jetzt zu langsam, um alles irgendwie mal zu updaten, zu neu installieren und so weiter. Ich habe zwar schon probiert, das Programm neu zu installieren, die Treiber neu zu installieren, aber es funktioniert nicht. Jetzt müssen wir uns heute Abend irgendwie überlegen, wie wir das auf einem Notebook machen oder wie ich mein Notebook repariere. Also, ich muss leider wieder sagen, die Videos kommen später. Tja, da kann ich nichts für. So, wir müssen jetzt noch schnell packen und dann geht's weiter. Wir fahren nach Wismar, das sind 63 Kilometer, bin ich jetzt der Meinung. Und bei dieser Aussicht sind wir heute Morgen aufgewacht. Das ist mega geil. Und da werden wir jetzt gleich, wenn es erlaubt ist, noch mit der Drohne hochfliegen. Das seht ihr jetzt direkt hier nach. Zack. Wir sind soeben nach Wismar reingefahren und jetzt sind es nur noch wenige Kilometer, bis wir bei der Jugendherberge dort sind. Und ja, ist ganz schön anstrengend schon. Aber wir haben es geschafft, wir sind früher als gestern, deutlich früher. Und morgen wollen wir uns noch mal ein bisschen steigern. Ich hoffe, wir ziehen das durch. Übrigens, wir machen ja die Longmatur für den guten Zweck. Und Spenden und weitere Informationen bekommt ihr unten in der Videobeschreibung. Da ist so ein kleines Kästchen so eingepunktet mit dem Link. Das ist eigentlich der erste Link in der Videobeschreibung. Darauf klicken und dann erfahrt ihr mehr. Vielen Dank schon mal. Ich melde mich gleich nochmal, um die Verabschiedung zu machen aus dem Zimmer. So, wir sind jetzt in der Jugendherberge in Wismar angelangt. Und dann dachten wir uns vorhin spontan noch, gehen wir ins Schwimmbad, brauchen wir nicht duschen. Aber dann kamen wir da an und uns wurde gesagt, wir sind 5 Minuten zu spät und ja, dann wurden wir nicht mehr reingelassen. Deswegen waren wir dann im Restaurant noch essen, teuer und Timo wurde schlecht bedient, das ist auch noch erwähnenswert. Jetzt muss ich erstmal noch Tag 1 und Tag 2 auf Manus Notebook schneiden oder wir arrangieren das irgendwie. Also es kommt irgendwann irgendwie online, so wie letztes Jahr. Und ich habe es heute schon ein paar Mal gesagt, Spendenaktion unten in der Videobeschreibung. Schaut da vorbei. Gunnar, möchtest du noch was sagen? Nö.